Digga, ich wollte kurz. Ja, ich wollte nur kurz. Servus Leute, was geht? Ein wunderschönen, willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Pass auf, ganz kurz Erklärung, was wir vorhaben. Heute findet eine Show mit Twin TV statt, das vloggen wir auch ein bisschen und Kevin, Papa Platt ist mit dabei. Ich habe mir überlegt, folgenderweise, es wäre super langweilig, wenn wir einfach nur einen normalen Vlog machen. Kevin ist zero entertaining, da zieht man auch content-wise überhaupt nichts raus. Kein geiler Titel, kein geiler Thumbnail. Es geht ja auch irgendwie darum, dass ich meine Miete zahlen kann. Das Haus zahlt sich, wie gesagt, nicht von alleine, klar, oder? Deshalb habe ich mir folgendes überlegt, wir holen jetzt Kevin gleich ab. Hier vorne ist eine GoPro drin, die sieht man obviously natürlich. Und ich werde Kevin erzählen, dass ich ein neues Format habe, das heißt 7 ehrliche Fragen. Und ich stelle Kevin 3-4 Fragen gleich im Auto. Das ist quasi der Grund, warum die GoPro läuft. Ich check das gleich mit ihm kurz ab. Ich hoffe, er sagt ja. Dann werden wir tanken fahren. Und bei der Tankstelle soll Folgendes passieren. Mein Cutter Julius, den seht ihr hier vorne. Moin. Den kennt Kevin nämlich noch nicht. Und Kevin weiß gar nicht, dass dieser Mensch existiert. Wir werden zur Tankstelle fahren. Julius wird ankommen und sagen, Alter, Revi, geil, können wir ein Foto? Und dann wird es ziemlich unangenehm, weil Julius soll so einen richtig nervigen Fan spielen, der halt mit dem Handy so richtig penetrant auf Kevin geht. Die Autotür aufmacht, sich vielleicht sogar irgendwie so Kevin so ein bisschen anfasst und so. Irgendwie so ganz weird. Denk an deinen Mundschutz, Bro, ganz wichtig. Ja, ich möchte einfach mal schauen, wie Kevin reagiert, wenn er von so einem Fan so richtig penetrant gefilmt wird und sowas. Ist ein bisschen asozial. Ich glaube, aber Kevin hat das auf jeden Fall verdient und ich würde sagen, wir fahren jetzt ganz kurz Kevin am Hauptbahnhof holen. Tobi ist hinten mit der Kamera, let's go. Okay, pass auf, lass uns ganz kurz nochmal durchgehen, was du sagen kannst, okay? Okay. Pass auf, am besten sagst du halt einen so, yo, bla bla bla, können wir ein Foto machen, einen auf den, so, du erkennst halt natürlich erstmal nur mich, weil ich halt getankt habe und ausgestiegen bin und so, ne? Ja. Quasi machst ein Foto mit mir und so, dann siehst du halt quasi Kevin und so und fragst ihn halt, yo, Kevin, können wir auch ein Foto machen? Obviously wird Kevin natürlich dann wahrscheinlich aussteigen und dann auch ein Foto mit dir machen und so. Am besten fängst du direkt an und gehst direkt zur Tür und so. Machst direkt die Tür und sagst, yo, Kevin, können wir auch ein Foto machen und so. Und ich werde dann, okay, werd dann auch so sagen, ja, Digga, klar, jetzt fass mal wieder das Auto nicht an, das muss ja nicht sein und so, so ein bisschen dumm halt. Und dann kannst du eigentlich so anfangen, so richtig dumme Fragen zu stellen. So, ja, Kevin, wie ist denn das so als Fulltime-Streamer und allem drum und dran? So, ey, ich hab halt auch einen Twitch-Kanal und so. Und, okay, und ich werde dann so sagen, ja, ich muss nicht weiter. Und du sagst so, ja, jetzt sei mal leise kurz, ich will mit Kevin reden und so. Du kannst mich auch so ein bisschen zurückfronten. Also du musst halt so überpenetrant und nervig sein, wirklich so, versuch ihn einfach wirklich so richtig in so eine Ecke zu drängen, zum Ausrasten zu bringen, weißt du, was ich meine? Okay. So übertrieben, okay, unangenehm, also so Sachen, die eigentlich niemand zu Papa Platte halt sagen würde, obviously, weißt du? Okay. Gut, Digga, wir sind 5 Minuten am Hauptbahnhof und dann schreibt Tobi dir, wann wir da sind, okay? Du kennst die Tankstelle, bis gleich. Ich geh schon los, bis gleich. Ey, wenn Julius das rollenmäßig rockt, Digga, in jedem Falle, wir holen jetzt Kevin ab. Was geht ab, Alter, wie geht's dir? Alles gut? Es geht, es geht. Es geht, Bro. Hey. Hallo there. So, ist es fein, wenn ich die GoPro anmache? Ja. Ja, wir bloggen ein bisschen, ist das fein? Spannend, ja. Okay, ich hätte gleich auf jeden Fall was zu essen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das letzte Mal habe ich was gegessen, aber wir können auf jeden Fall. Wir können bestellen, ne? Ja. Muss eh noch schnell tanken, Digga. Und, ey, Digga, dann komm ich gleich mit rein, ne? Willst du reingehen oder wie? Nee, dann hol ich mir was zu essen. Ach, du willst hier was essen, Digga? Ja, Bruder, ich hab übel Hunger. So, das ist richtig. Alter. Willst du bloggen? Okay. Okay, Kevin ist draußen. Ich frage mich gerade, wo Julius kommt. Wo ist denn der? Ah, da kommt er. Da kommt der, Digga. Digga, da ist er. Hey, sorry. Ein paar Mal Flasche. Oh ja, was geht? Ey, ich mach ein bisschen Vlog. Wäre es okay, wenn ich ein bisschen film so mäßig? Ja, ich denke schon, ja. Okay, also ich habe auch so YouTube-Kanal so ein bisschen, okay? Für FS. Soll ich FS-Kennen. Schick, ich wollte kurz. Das ist unangenehm, Digga. Das ist todesunangenehm. Ja, ich wollte nur kurz. Digga, ich sehe nie. Es ist okay, aber es ist halt super unangenehm. Ist das okay? Ist das okay? Ist okay, ganz kurz. Ich wollte nur kurz so ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, könnte ich vielleicht mal irgendwie mit euch mitstreamen oder sowas? Ich glaube, das wird schwierig, Bruder. Warum? Weiß nicht, ist schwierig, Digga. Wir machen es halt immer mit den Homies, weißt du? Ja, aber also, Kang, du hast auch mal gesagt, dass du irgendwie so kleine Streamer so ein bisschen supporten willst und sowas. Das ist immer schwierig, Digga. Ja, aber dann warum sagst du sowas dann? Ich dachte. Ich hab das nicht gesagt. Doch. Ich meinte sogar mehrmals, dass ich schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht habe. Okay. Ja, keine Ahnung. Das ist nicht böse gemeint, Digga. Das ist einfach, der Vibe muss schwimmen und das muss man mit so Homies machen, weißt du? Okay. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde schon sonst gerne eigentlich also bei Mario Kart oder sowas. Ah, Bro, wird schwierig. Schon... Ey, Digga, ist nicht böse gemeint, aber ich muss mir ein Brötchen holen. Ich doch mal gleich. Ja, okay, ganz kurz noch. Ich hab gestern. Das ist nicht dein Auto, oder? Nee, Mann. Ich wünschte. Warum nicht mit dem i8er? Keine Ahnung. Kein Bock drauf. Okay, ja, wahrscheinlich muss man ja erstmal ein bisschen reinkommen, so ein bisschen Farbpraxis zu bekommen, oder? Ja, geht schon. Aber ich muss wirklich mit dem Brötchen, weil ich vorhin. Ja, ich bin sofort weg. Also, hättest du ja auch eigentlich ein Lambo holen können, oder? So von Vimonte so ein bisschen. Einfach keinen Bock drauf. Aber. Ist das ein Lambo oder was machst du? Nee, ich wollte nur ganz kurz mit ihm reden. Ich gehe sofort wieder weg. Also, ein Lambo wäre ein bisschen mehr Flex gewesen, also, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber hat es nicht gereicht, so dafür das Geld. Ja, ich sing es doch.
dachte schon, aber so, ich will ja nicht den, hab's nicht fürs Flex, so für den Flex geholt, so. Auf jeden Fall, ich brauch wirklich jetzt ja, ich, mal rein. Ich komm, ich will, ja, kann ich ganz kurz mitkommen, nein. Nur ganz kurz, ich bin auch wirklich, ey, ich seh euch nie wirklich. Ja, ganz kurz, ich will nur kurz mit ihm reden. Ich seh ihn doch nie wirklich, ich hab ihn noch nie gesehen. Ja, Bro, ich versteh das, aber so. Ja, wo ist sonst in Berlin, wo soll ich ihn sonst mal sehen? Ja, ich bin ja gleich weg, ganz kurz. Ja, ganz kurz, ich bin gleich wieder weg. Ja, ich bin gleich wirklich weg, 5 Minuten. Das ist nicht böse gemeint, aber so. Ja, ganz gut, ich komm. Der hat gesagt, du sagst, es ist okay. Nur ganz kurz, ich will euch sonst nie, was ich denn... eine halbe Stunde, Mann. Ja, aber ich will und ich schneide das hier eh ein bisschen zusammen. Ja, trotzdem, Dicker. Der kommt sich auf den anderen. Ja, Digga, soll ich... Jetzt haben wir gesagt, früher noch muss ein bisschen klein anfangen und sowas. Ja, Bro, aber so, du merkst du, dass wir gerade los wollen. Das ja, ja ich, aber ich muss ja auch meine Chancen nutzen. Wann sehe ich euch denn sonst mal so? Ja, aber wir sehen ja keine Pokémon-Karten, die rumlaufen, die man sammeln kann. Ja, so richtig, genau. Ja, aber wann soll ich sehe dich so sonst nicht. Ich wohne in Köln, nicht in Berlin, so, weißt du? Ding, ich verstehe, aber so. Das ist wirklich super unangenehm. Können vielleicht eine Insta-Story oder so mit jemandem, wo ich vielleicht verlinkt oder irgendwie sowas? Für Twitch oder so? Nee, ist nicht böse gemeint, aber ein bisschen auf Kampf gerade. Ja, den müsst ihr euch so ein bisschen verstehen. Nee, ich einen schönen Tag dir noch, ne? Ich komme sonst nie an die Möglichkeit so. Ey, komm schon, Bro, bitte. Digga, das ist wirklich ein bisschen auf Kampf. Ich meine, Digga. Was ist für eine Säule? Was war das? Komm schon, bitte. Säule. Ey, bitte, jetzt ignoriere mich nicht, Alter. Na, Digi, machen wir doch nicht, aber guck mal, wir sagen dir das ist sau unchillig, wirklich. Wir sagen dir zum fünften Mal, dass es halt nicht so fresh ist, weißt du? Es ist ja nicht so böse. Ich dachte, ihr werdet so ein bisschen chilliger aus dem Relay. Wir sind chillig, wir lassen uns gerade übel Zeit, Digga. Weißt du, ich meine? Digga, im Stream, ihr sagt immer so, ihr seid voll entspannt drauf und so, ihr seid, Digga, ihr seid übergenervt die ganze Zeit so. Ja, Bro, also du, Digga. Jetzt komm, jetzt mach mal die Kamera hier. Digga, mach jetzt mal das Handy weg. Bitte. Nein, Junge, nur ganz mach kurz. Mach jetzt mal das Handy weg, wirklich. Ich kann das auch rausschneiden, ist kein Problem. Nein, das Bro, muss nicht sein, wirklich. Mach mal das Handy weg. So geil, Mann. Mach mal das Digga, Handy weg. Sonst auf Twitch sagt immer, ihr seid voll cool, wenn ihr uns seht. Und echt, dann, Digga, chill doch. Nein, jetzt mach mal weg hier. Digga, sonst, ihr sagt immer, es ist voll cool so. Ich warte einfach hier, bis die wieder rauskommen. Ey, ganz kurz, ich bin gleich wirklich wieder weg. Nur streamt ihr heute denn? Digga, nein, jetzt mach dich mal weg. Aber du bist doch jetzt hier, streamt ihr. Ey, jetzt mach dich mal weg, Digga, sonst haust du dich alle rein. Digga, chill doch. Jetzt mal ab, Alter. Ganz ruhig, ich bin gleich weg. Ich bin gleich weg, ist doch gut. Ich will nur ganz kurz, Digga. Lass mich doch einfach in Ruhe, Digga. Aber ich will, Digga, chill doch mal. Digga, chill doch mal. Digga, chill doch jetzt mal. Was soll die Scheiße? Was ist dein Problem? Was? Jetzt? Ja, chill doch. Ist ja gut. Schneid doch einfach rein, gleich ein. Okay. Digga, what the f***? Hey, verpiss dich jetzt mal, was ist denn dein Ding, Alter? Junge, bist du dumm? Geh mal aus dem Auto raus! Bruder, wir können auch die Cops rufen. Digga, ich bin gleich weg, ich will noch kurz einmal reinsetzen. Digga, geh mal raus. Hey, Kevin, das ist übrigens mein Cutter, Julius. Oh, Junge, ich wusste, sie ist extra verpackt. Leute, Digga, ich schwöre. Okay, Bruder. Digga, jetzt haben wir vloggen, wie wir vom Bahnhof ins Büro fahren. Oh mein Gott, Digga. Ey, Junge. Es war schon 100% glaubhaft. Ich hab mich schon gewundert, warum du so handgreiflich wirst. Ja, Bro, würde ich aber auch, no joke, würde ich aber wirklich machen, wenn jemand, glaube ich, so pinnelt dran wäre. Du bist so ein paar Digga, ich dachte, ich schalte dir ein, sowas geht jetzt hier drin. Wir können auf die Kopf suchen. Bro, ich hab schon die Storytime gesehen, die ich am YouTube hochladen kann, Bro. Junge, Junge, Junge. Oh, ich mach jetzt rein. Digga, du wolltest das gar nicht haben. Du bist da reingelaufen, um die Situation zu avoiden. Jetzt hast du dir so ein dreckiges Dankeschön, Baguette. Aber trotzdem Bauch. Ja, okay, entspannt. Musst du es aber wirklich tanken? Was? Nö. Nee, es war so unangenehm. Ja, aber Julius hat es no joke so gut gemacht. Du hast es ultra gut gemacht, ich habe es null gecheckt. Du warst auch ein bisschen nervös. Nee, ich war wirklich nervös, natürlich. Bro, ja, aber das hat halt geholfen. Ja, richtig, weil du warst halt so nervös, so fanmäßig nervös. Ja. Aber no joke, also sowas habe ich halt noch nie mit dem Fan gehabt. Du hast es auch gut geschaut, Spieler. What the f***? Digga, ich habe es null gecheckt. Jetzt mal Spaß, ich kenne den nicht. Der ist einfach in der. Wir haben ihn einfach geprankt. Kevin, du wurdest heute aggressiv geprankt. Wie hat es sich angefühlt? Erzähl. Deine das war so ein geiles Erlebnis einfach mit euch. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja. Ich würde da jetzt als Zuschauer auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ja, ja, ja. Und die Glocke abonnieren. Ja, 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 klar. Und bei deinem TikTok vorbeischauen. Ja, Bro. Ja, Mann. Ellenbogen. Ja, check. Okay, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Kevin vorbei. Macht's gut, haut rein.